Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Times 2. Wir gehen wieder in unsere Welt. Ich habe nichts weiter gemacht. Ich muss kurz überlegen. Wir haben ein ME-System gebaut. Ja, kleines, feines ME-System. Erstmal mit einer 1K Storage. Für unsere Zwecke langt es erstmal. Wir werden bestimmt jetzt erstmal ein paar Seeds noch craften. Insofern wir genügend Inferium-Essenzen haben. Die kommen hier rein. Davon brauchen wir auf jeden Fall Seeds. Wichtige Seeds sind noch den hier. Ein Obsidian Seed. Das ist auch ein Tier 3 Seed. Ah, cool. Ich werde vielleicht auch mal hier ein bisschen das hier wieder mal abändern. Hat uns gute Dienste erwiesen. Aber wir werden uns da auch erstmal mit einem Botany Pot Abhilfe schaffen. Oh, nimmst du das erstmal weg. Da haben wir erstmal genügend weißen Farbstoff, denke ich mal. Beziehungsweise wollten wir sogar einen Verzauberungstisch bauen. Wir haben ja genügend Leder, Schrägstrich Bücher. Da haben wir welche. Im Rucksack habe ich nichts weiter drin, außer ein bisschen Erze. Also Weizen haben wir jetzt angepflanzt. Kriegen wir nämlich erstmal Brote. Relativ zügig sogar. Hier, das werden wir nochmal angleichen. So, ja, jetzt ist der natürlich auch klein geworden. Melonen, sehr schön. Weit, weit weg. Ja, Seeds. Ja, okay. Oder einen Master Infusion Crystal. Ah, nee, da fehlen uns einiges an Essenzen. 91 Grad mal hier. Oder Glowstone. Also, Nahrung haben wir jetzt geregelt. Ja. Kriegen wir jetzt erstmal Brote en masse. Und Bücherregal. Stimmt, hier war ja mal Clay. Da werden wir bestimmt auch mal bald einen Seed uns herstellen. Gibt keinen Clay Seed, aber wir brauchen Erdessenz und Wasseressenzen. Also, wie geht es an? Hier wird jetzt das alles hier drüben weg rationalisiert bis exakt hierhin. Also machen wir uns hier mal eine kleine Area, wo wir uns erstmal ein paar Essenzen ranholen werden. Also wir brauchen einen Erdseed. Erdseed, Wasserseed. Beziehungsweise können wir ja gleich mal gucken, was wir so für Tier 1 Seed alles benötigen. Seed Tier 1. So, da haben wir ja den Inferium Seed, den Stone Seed, Dirt, Wood, Ice Seed. Da können wir ja gerade nichts machen, aber hier Zucker und Deep Slate Seed, alles wir brauchen. Ist Wasser Seed Zucker und Tier 2 oder was? Oder zeigt es uns nicht alles an? Typ Elementar. Gut, hier haben wir es doch. Also, Air, Earth,
jeden die Art sieht. Also, deswegen, brauchen wir Earth. Ich hau den mal hier drüben rein. Air, Water, Fire. Die sind auch elementar, gut zu wissen. Also, Obsidian, Earth, Air, wie geht der Air Seed? Beziehungsweise, wofür benötigen wir den? Bräuchten wir bloß für Awakening Crafting. Okay, das können wir dann später machen. Ja, also kann der erstmal raus. Er auch nur dafür. Also Wasser. Wasser und Dirt. Der Dirt war ja ganz simpel. Können wir gleich mal machen. Also, wir brauchen erstmal drei Prosperity Seeds. Gut, dass wir jetzt schon mal ein paar hier haben. Und dass es die normalen Seeds hier Unmengen gibt. Für Wasser, da brauchen wir allerdings das. Brauchen wir Wassereimer. Gravel, Erde, Clay. Also, wir brauchen 8. 8. Ja, davon. Das sind erstmal quasi die wichtigsten. Und jetzt brauchen wir Wassereimer. Habe ich meinen Eimer mit? Ja. Habe ich noch ein bisschen Eisen zu? Ja. Aber wir laufen hin und her. War bitte dahin. So, da können wir uns dann nämlich quasi Unmengen an Clay ranholen. Und gut, dass ich schlafe. Wollte ich jetzt nicht. Ja, ich hätte vielleicht am Ende auch den Crafting Table hier rüberziehen können. Wollte ich, aber nicht. So. Sehr schön. Da kann man schon mal den Wasserseed. Dann haben wir den Erdenseed. Für Feuer war es ein bisschen anders. Da braucht man mit Lava-Eimer. Da habe ich jetzt keinen. Also Feuer kommt erstmal weg. Machen wir die und dann machen wir einen Obsidian-Seed. Wenn uns das möglich ist. Versteht sich. 8. Da war's. Da hat sich's versteckt. 1, 2, 3, 4. Hebel umsetzen. Zack, 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 zack. Sehr schön. Bin ich sehr zufrieden damit. Was necken. Gut, also jetzt brauchen wir wieder Botany Pots. Ich bereite auch gleich mal alles noch für ein Obsidian vor. Eins. Kann man anders machen. Drei, vier. So, genau für drei. Mist. Da kommt ja nämlich was anderes raus. So. Dann können wir in der Zeit schon mal unsere Kisten herstellen, Hopper herstellen. Eisen, Eisen, Eisen da. Wir brauchen drei Hopper. Sehr schön. Da haben wir die normalen Kisten drin.
Jetzt muss ich kurz schauen. Claim Chunks. Okay, das ist mit geladen. F3 und G. Sehr schön. Können wir wieder ausmachen, die Border. Wunderbar. Ja, müssen wir halt noch warten, bis die fertig sind. Ich glaube, wir haben ja auch noch andere Furnace mit drin. Ein Iron Furnace, wenn ich es richtig gesehen hatte. Sandhammer. Aber dass wir halt das eine nicht hatten, das war sehr. Mäh. Aber naja, gut, so ist es jetzt. Wir haben es ja gelöst. Mit Create. Da hinten sind schon wieder Pillager. Die lasse ich aber. Weil die haben ja nichts getan. So, das. Das. Dann brauche ich ja noch Inferium. Dann machen wir gleich Brut. Das lang, wenn ihr auf Tier 1 laufen. Da ist meine Ho. Der einzigsten. Hell, ich sag noch, ihr müsst sollen. Ich habe natürlich keinen Milcheimer. Ach, na gut. So nicht. Jetzt habe ich zwar Bad Omen. Für eine Stunde 39. Okay, die übertreiben es gerne. Die übertreiben es wirklich gerne. Also so lange war es, glaube ich, in Vanilla nicht. Ich glaube, da waren es bloß ein paar Minuten. Ich glaube, 8 Minuten oder so. So, wir brauchen noch ein paar davon. Und die Ho. Zack, zack, Wasser, zack, Erde. Sehr schön. Dann machen wir hier einen kleinen Verzauberungsbereich. Und hoffen, dass wir die Diamantspitzhacke gut verzaubern können. Labes haben wir ja einiges. Habe ich auch noch was hier drin. So, hier habe ich noch mehr Bücher. Aber ich glaube mal, 20 Bücherregale müssten lang. Das langt ja, wenn er auch sogar hier steht. Zack, zack, zack. Glaube mal sogar, das ist sogar. Mehr müssten wir sogar gar nicht machen. Habe ich noch ein bisschen Obsidian oder muss ich mal runterrennen? Ich glaube, ich muss runterlaufen. Ich brauche sogar die 4. Enchantment Table. Enchantment Table. Da. Zwei Diamanten und ein Buch. Geht gerade gut auf. Haben wir halt noch drei Diamanten für einen. Für eine Diamantspitzhacke. So, nehmen wir gleich noch Lapis mit. Das kommt da mal rein.
So, wir sind jetzt bei Level 30. Fortune 2. Risken, nicht risken. Weil so viele Experience Orbs haben wir jetzt auch gerade nicht. So, Fortune. Wir hätten sogar zweimal Fortune. Sogar Autos melden Fortune. Mal gucken, wie das funktioniert. So, Buch, Fire Protection. Efficiency 3. Ja, da wäre es vielleicht gut, wenn es noch Unbreaking hätte. Auch Autos melden. Naja, gut. Die gehen auch. Ja, kommt nochmal auch XP Boost 3. Warum nicht? Wir können es ja mal ein bisschen übertreiben. So, da können die jetzt erstmal hier oben ein bisschen arbeiten. Ich habe die doch oben reingetan, irgendwo da. Holz, Holz. Krimskrams, dat, dat, dat. Waste uns nehme ich mit. Ja, was sagt die Zeit? 16:43. Okay, na, eigentlich haben wir ja schon wieder gut geschafft. Zwei neue Seeds im Verzauberungsbereich. Schön mal einen Screenshot machen. So, dann werden wir jetzt in der nächsten Zeit erstmal nochmal hier runtergehen. Ja, dann haben wir noch ein bisschen Platz. Da können wir halt mit der ein bisschen meinen. Und mit denen halt ein bisschen uns durchknüppeln. Jetzt könnten wir so wieder Platin mitnehmen, wenn wir das wollen würden. Möchte ich jetzt aber gerade nicht. Obwohl es hier ein bisschen im Wege ist. Lieben Diamanten. Gut, da hat sich das quasi schon wieder gelohnt. Da haben wir sogar schon fast alles wieder rein. Aha. Zwölf. Nö, nee, hier müssen wir uns mal hier ein bisschen sicher bauen. Heieiei. So, wenn wir jetzt hier zumachen, wird es jetzt bestimmt stockduster werden. Es geht. Es geht. Aber jetzt wird es langsam dunkel. Ich will auch was sehen. Ihr wollt was sehen. Du Eisen. Jetzt können wir mal schauen. Fünf. Okay. Können wir akzeptieren. Da können wir quasi auch gleich das von oben noch mitnehmen. Das Platin. Vielleicht bauen wir auch schon in der nächsten Folge uns den Bilder. Dass der sich schon mal in der Zeit schon mal langsam durchbuddeln kann. Na, ich mache mal noch zwei, drei Fackeln. Gut ist halt keine garantiertes Verdoppelung.
Zumindest nicht bei jedem. So. Ich mache jetzt noch 5 Ärmel. Ab jetzt. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt noch zusammen zurück. Nehmen wir gleich noch ein bisschen Platin mit. Du wolltest aber noch die Treppe nach oben setzen. Ja. Ich könnte mir auch einen Raystone machen. Lapis. Fluri, da werden wir auch noch einiges bekommen. Wie sieht das Inventar aus? Ja, kommt. Hauen wir mal rein. Wir müssen eigentlich für den Cobble Deep Slate mal ein Upgrade reinhauen. Weil die ist schon voll. Silber. Silber, 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 Silber. Es könnte jetzt sein, dass beim Ruben sind, dass es Nacht ist. Möglich ist alles hier. Minecraft. Beziehungsweise Schlafcraft. Hat ungefähr gepasst. Ungefähr. Ja, natürlich nehme ich das jetzt Platin von dort mit raus, aber juckt mich jetzt mal nicht. Schade. Klappt mit denen nicht. Das wäre auch zu einfach. Was bist denn du? Okay, das stimmt. Das hatte ich ja schon mal gesagt, gefragt. Hat es mir nicht genau beantwortet. Ja, gut, Platin haben wir jetzt ein bisschen was. Das lasse ich drin hinnehmen. Auch wenn wir da noch ein Level kriegen. Ich denke mal, es ist Nacht oben. Da sind doch einige Mobs unterwegs. Aber das Gute ist, wir brauchen ja keinen Enderman jagen. Wir haben eine Enderperle. Schnell schlafen. Damit die ja verschwinden. Ja, damit die verschwinden. So, aber nichtsdestotrotz sage ich es an der Stelle. Kommentieren, abonnieren, liken. Macht's gut und tschüss.